Willkommen zum Gottesdienst. Jubilate heißt dieser Sonntag, aber uns ist wohl allen nicht zum Jubeln zumute. Auch bei mir, der ich bislang vor direkten Folgen des Infektionsgeschehens verschont worden bin, ist inzwischen ein Gefühl der Überforderung da. Ich erlebe, wie viele Dinge bisher stets selbstverständlich waren und es nun nicht mehr sind. Die Variationsbreite an Möglichkeiten in jeder einzelnen Situation hat enorm zugenommen. Auch da, wo ich es nicht erwartet habe und nicht wollte. Es ist naheliegend und verständlich, sich zurückzuziehen oder zu schmollen. Es ist naheliegend, Schuldige zu suchen. Und es ist naheliegend, sich gegen etwas zur Wehr zu setzen, das nun mal da ist, das nun mal ist, wie es ist. Mich erinnern die Demos nicht der Querdenker, sondern der Leerdenker. Inzwischen ganz schnell an die klassische Geschichte von Don Quixote, der verzweifelt und vergeblich gegen die Windmühlenflügel kämpft, die er für ganz etwas anderes hält. Also solche Reaktionen sind naheliegend, aber sie führen leider nicht weiter. Ich brauche keinen sinnlosen Widerstand gegen Windmühlenflügel. Ich brauche anderes. Darüber will ich sprechen und davon erzählt uns die Bibel. Lasst uns also beginnen. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott gab uns Atem und die Zeit bestehen können wir, indem wir diesen Atem Gottes nutzen. Zum Lobe Gottes, und dazu lädt uns auch der Psalm ein, der für diesen Sonntag vorgeschlagen wird. Hört mal und betet gerne mit. Jauchzet Gott alle Lande. Lob singet zu Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und Lob singe dir, Lob singe deinem Namen. Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er verwandelt das Meer in trockenes Land. Sie gingen zu Fuß durch den Strom. Dort wollen wir uns seiner freuen. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Seine Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Lobet, ihr Völker, unseren Gott. Lasst seinen Ruhm weit erschallen, der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. Denn Gott, du hast uns geprüft und geläutert, wie das Silber geläutert wird. Du hast uns in den Turm werfen lassen, du hast auf unseren Rücken eine Last gelegt. Du hast Menschen über unser Haupt fahren lassen, wir sind in Feuer und Wasser gekommen.
aber du hast uns herausgeführt und erquickt. Darum will ich in deinem Haus gehen mit Brandopfern und dir meine Gelübde erfüllen. Wie ich meine Lippen aufgetan habe und mein Mund geredet hat in meiner Not. Ich will dir Brandopfer bringen. Ich will opfern Rinder mit Böcken. Kommt her, höret zu alle, die ihr Gott fürchtet. Ich will erzählen, was er an mir getan hat. Zu ihm rief ich mit meinem Munde und pries ihn mit meiner Zunge. Wenn ich Unechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so würde der Herr nicht hören. Aber Gott hat mich erhört und gemerkt auf mein Flehen. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen. Die Schöpfung wird in der Bibel berichtet wie eine einzige Arbeitswoche Gottes, als deutliches und für alle Zeiten erkennbares Zeichen für die Ordnung und Struktur der Welt. Sowohl zeitlich als auch räumlich wird geordnet und einander zugeordnet, was bis heute den Planeten prägt. Ganz am Anfang heißt es also in der Bibel: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Erde von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist auf der Erde. Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward
aus Abend und Morgen der dritte Tag. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht. Sie seien Zeichen für Zeiten, Tage und Jahre und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte sich zwei große Lichter. Ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Und Gott setzte an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Seeungeheuer und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich ist, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte und von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde,
da sie geschaffen wurden. Der Friede sei mit euch allen. Amen. Ist Mattheit das Gefühl des Jahres? Warnen Experten zu Recht vor Lustlosigkeit? Ist das Dahindümpeln die Leerstelle dieses Jahres zwischen Alltag und Begeisterung? Was brauche ich? Was brauchen wir in dieser Pandemiesituation? Es geht um den Kern. Wenn ich weiß, was der Kern ist, weiß ich auch, worauf es ankommt. Dann kann ich zulassen, dass alles andere im Fluss ist und sich wandelt. Was ist der Kern? Der Kern von allem. Bin ich das? Wenn ich der Kern von allem bin, dann ist ja wohl alles gut, alles ganz einfach. Dann kann ich sagen, nach mir die Sintflut. Dann brauche ich niemanden sonst. Aber was heißt das eigentlich, wenn ich sage, was macht mich aus? Sind es meine Gewohnheiten? Sind es die Fähigkeiten, die ich erworben habe, auf die ich stolz bin? Oder sind es meine Überzeugungen, meine Entscheidungen oder alles zusammen? Man kann auch anders fragen, was ist der Kern von dem, was ich brauche? Ist es Geld? Eine Impfung? Sind es Kontakte und Begegnungen? Oder brauche ich vor allem Kraft, Hoffnung oder mehr Zeit? Und noch anders gefragt, was ist der Kern davon, was wir als Gruppe oder Gemeinde, als Gesellschaft brauchen? Eine starke Führungspersönlichkeit oder mehr Freiheit für alle? Brauchen wir mehr Regeln, mehr Verantwortungsbewusstsein, mehr Kompetenz? Wer kann das entscheiden, was der Kern ist, davon, was wir alle brauchen? Der Apostel Paulus ist ein kluger Mann gewesen. Als er im damaligen Zentrum der alten Welt steht, nämlich auf dem Areopag, dem Ratsplatz von Athen, hält er eine Rede an die Bürger der Stadt. Er beginnt mit einem Lob und er sagt so: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Sicher, dieser Altar ist damals in Athen wohl der Vollständigkeit halber errichtet worden, um nichts falsch machen zu können. Als Lehrstelle also und für den Fall der Fälle. Eine Ergänzung, eine Abrundung der Vielzahl anderer Altäre für andere Götter. Aber Paulus dreht das um. Er sagt, dieser Altar, dem unbekannten Gott gewidmet, ist der Kern. Auf ihn kommt es an. Und erklärt dann allen, die dabei stehen, dass er diesen unbekannten Gott kennengelernt hat. Seither ist der unbekannte Gott der Kern seines Lebens. Er ist es, der die Welt erschuf und der die Menschen als freie Geschöpfe wollte, der als Unbekannter mit den Jüngern zusammen nach Hause ging, nach seiner eigenen Hinrichtung, um sie zu trösten. Für Paulus ist es klar und eindeutig, Gott ist der Kern von allem. Der unbekannte Gott der Männer und Frauen von Athen, der Gott, den er kennengelernt hat, der ist der Kern von allem. Der ist in allem und für alles. Der ist es, der uns begegnet. Und Paulus sagt, ich will zu diesem Kern von allem Kontakt. Ich will den Kontakt unbedingt behalten. Paulus ist jemand gewesen, der alles ganz genau richtig machen wollte.
Und zwar ganz besonders da, wo es um den Kern geht von allem. Paulus wollte nicht nur alles richtig machen, er wollte auch unbedingt wissen, warum. Und das wollte er sagen und mitteilen können, damit alle anderen es auch wissen. Wenn Paulus etwas entspannter gewesen wäre, würden wir heute nicht mehr davon sprechen. Aber dann hätte er wohl auch noch mehr bemerkt, dass der Kontakt zum Kern von allem immer da ist, immer, solange Leben da ist. Der Kontakt ist das Leben. Solange ich lebe, kann ich nicht ganz falsch sein, kann ich Kontakt haben zu Gott. Die Altäre in Athen, die sind nichts anderes gewesen als Orte der Begegnung. Leider als Kontaktmaschinen missverstanden. Opfer rein, Segen raus. Doch das ist gar nicht nötig, seit Ostern nicht mehr. Und eigentlich überhaupt nicht. Schaut auf Tiere und Pflanzen, wie machen die es? Es geht damit los, dass ich verstehe, es geht nicht ums Verstehen, jedenfalls nicht vor allem, sondern es geht ums Zuhören, ums Vertrauen, ums Teilen und Teilnehmen. Es geht darum, mich so sehr einzulassen auf Gott, als wäre ich neu geboren. Wenn ich das weiß und im Herzen trage, ist es Kern genug. Alles andere ordnet sich dem unter. Es ordnet sich neu. Und ganz vieles ist dann nicht mehr wichtig. Und so werde ich frei. Frei zu danken und zu jubeln. Jubilate. Der Jubel aber im Kern, das ist mein Atem, mein Pulsschlag, mein Schritt, mein Handschlag. Der Jubel steckt in allem und von allem Anfang an. Ja, es ist schön, es hilft mir, auch mit Worten und Melodien zu jubeln. Und es macht Freude, das gemeinsam zu tun. Es reißt heraus aus der Mattigkeit dieser Tage, wenn ich mich zur Chorprobe begebe, und sei es auch bloß digital. Es hilft mir, wenn ich Gott sage, wie gut ich ihn finde. Und wenn ich das regelmäßig tue, noch besser. Aber es gibt auch ganz matten Jubel. Vielleicht einfach schon dadurch, dass ich zu meiner Zeit mit dem neuen Tag beginne. Heute und morgen auch wieder. Also lasst uns jubeln. Jede und jeden auf seine Art. Und sehr gern gemeinsam. Amen. Gott, deine gute Schöpfung, sie umgibt uns auch heute. Sie zeigt uns, dass wir da hineingehören, dass wir dazugehören als Menschen. Hab Dank dafür, dass wir am Leben sind. Für alle, die mit Infektionen kämpfen, bitten wir dich, stärke sie, gib ihnen Helferinnen und Helfer an ihre Seite.
Lass sie nicht verzweifeln an der Erkrankung. Lass sie wissen, dass du sie nicht im Stich lässt. Unser Gott im Himmel, hilf uns doch, festzustehen in dieser Zeit. Lass uns nicht zu sehr wanken, lass uns nicht zu schnell ängstlich werden, wenn wir überrascht oder herausgefordert werden. Auch wenn sich vieles ändert, gib uns den Mut, ins Leben zu gehen. Unser Gott, du kennst die Herzen der Menschen. Du weißt, wie leicht sie träge werden oder von einem zum anderen hin und her springen. Bitte schenke doch deine klare Kraft und die Konzentration auf das Wesentliche. Hilf uns allen, dass wir gut zusammenwirken und deine Schöpfung bewahren. Wir beten und sprechen gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin in die kommende Zeit. Lasst euch durchströmen von dem Atem Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.